In diesem Part gibt es dann jedenfalls auch voraussichtlich mein Fazit. Ja, das war so geplant, ne? Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii Part 18. Ich kann es nicht fassen, dass Let's Play wird scheinbar echt mit legendären 19 Parts beendet werden. Ja, hätte ich eigentlich schon nicht geglaubt. Ich weiß nicht, wie viel David gebraucht hat. Ich glaube aber ähnlich viel. Zumindest nicht so viel mehr wie ich. Also, ich weiß, gemäßig so ist so die letzte Zeit, das allerletzte in dem LP. Also, teilweise war es wirklich richtig gut, aber hauptsächlich würde ich mal sagen, eher mäßig. Hier ist übrigens die erste Starcoin. Und 9.6 ist jetzt so ein Level. Naja, das hat man ja schon mal in Luftschiff-Attacke bei Bossedit gesehen. Es ist halt so mit baut auf Plattformen, auf die in der Lava eben verschwinden und hin und wieder mal auftauchen dann eben. Ja, natürlich! Als ob ich die jetzt sammeln würde. Sonst noch irgendwelche Wünsche und Ideen, ey. Oh nein! Du doch nicht! Wir haben dich. Hab ich den jetzt gekillt? Okay. Schön. Dass er jetzt tot ist. Könntest du bitte verschwinden, Lavasäule, bevor der scheiß Kettenhund wiederkommt? Ja, da ist er auch schon. Fuck. Rote Münzen. Okay. Weil die letzte Starcoin war eigentlich, glaube ich, die wirklich die beschissenste überhaupt. In diesem Part gibt es dann jedenfalls auch voraussichtlich mein Fazit. ja. Ja, das war so geplant, ne? Gott, nein. Gott. Warte, ist das noch nicht zu Ende? Doch. Komm, 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 komm! First try, bitches! Oder ein Treffer! Das habe ich nie im Leben geglaubt! Sag mal, das ist geil! Durchgerusht hier, ey! Gibt's ja nicht! So, 9-7, darauf wartet ihr, glaube ich, alle, weil ich ja so sage, nee, das ist nicht so schwer. Wollt ihr jetzt sehen? Doch, das ist schwer! Ja, ich denke, es ist berühmt-berüchtigt, das Level. Also, ich glaube, das kennt wirklich jeder aus in SMB. Zumindest jeder, der so schwere Stellen wissen will und alles. Und es ist sehr vorteilhaft, eine Feuerblume zu haben. So viel sei gesagt. Denn zwei der drei Starcoins bauen definitiv auf Feuer auf. Oh Gott, blöden Viecher, ey. Gibt's ja nicht. Ja, jetzt wird's lustig. Nein, 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 nein. Ich habe eins losgelassen. Oh Gott, nein. Das war extrem dumm. Ja, das war extrem dumm. Gott, nein. Aber hier ist eine neue Feuerblume, glaube ich. Ja. Schnell. Eilung, bevor die mir jetzt da alles auftauen. Scheiß drauf! Scheiß drauf! Scheiß drauf, ich brauche nur einen von euch beiden. Nämlich dich. Perfekt, wie du mir alles aufgetaut hast. Jetzt muss ich bloß landen. First try, suckers! Bitches, yes! Ah, und damit habe ich es bewiesen. 9-4 ist so ein Chaoten-Scheiß-Drecks-Level, aber das Level, das schaffst du irgendwie. Ich hasse es nicht. Wir haben es geschafft. Ja! Und jetzt 9-8. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Im nächsten Part werde ich nochmal auch über NSMBB reden. Zusammen mit jemand anderes, weil wir dann die Bonusfilme anschauen im Schloss. Domtendo hat seinen besten Kumpel Caleb eingeladen, David seinen besten Kumpel Yoshi, mich, und logischerweise werde dann natürlich ich ihn einladen, also David.
Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ne? Aber, damit ihr nochmal nur mein Fazit mehr oder weniger hören könnt, sage ich jetzt nochmal meine ganz persönliche Meinung zum Spiel. Ich meine, ich habe jetzt schon oft genug die negativen Aspekte für mich persönlich angesprochen. Dazu sind vor allem die Steuerung. Aber das da kann jetzt NSMBV natürlich eher wenig dafür. Sind es eigentlich schon. Die Wii-Verbindung finde ich einfach ist wirklich viel zu unausgreifend für diese Steuerung. Ich meine, wenn du da einmal eine Wii U zockst und dann mit diesem schönen Circle Pad, sage ich einfach mal, verwöhnt wirst, dann glauben wir, dann willst du nie wieder zu der ollen Steuerkreuzsteuerung zurückkehren. Weshalb ich es sehr gut gefunden hätte, wenn man in NSMBV es ermöglicht hätte, eben mit auch mit Nunchuck zu spielen, damit man dann da auch eben Circle Pad Steuerung mehr oder weniger hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das Ding nennt. Ganz da mit meinem Circle Pad. Ich denke einfach mal, ihr wisst, was ich meine. Und das Level ist, naja, jetzt nochmal so mehr oder weniger ein Choke-Level. Und hier muss man eben aufpassen, weil hier kommt sie ein einziges Mal vor im gesamten Spiel, die Kingles. Ja. Die größten Kugelwillis, die es gibt, die heißen nicht Kugel... die heißen nicht Kugelwillis, das natürlich nicht, aber es sind auch keine Bullet Pills. Das sind Kingles. Das weiß ich daher, da ich ja schon mal ein bisschen in an den NSMBV, sag ich einfach mal, herumgepusht habe, weil ich auch ja schon mal versucht habe, einen Hack zu bauen, also es war da mal was in Prozess bei mir, aber glaube ich ja nicht, dass ich da mal vorhabe, irgendwas zu veröffentlichen. Das sind halt dann mehr oder weniger Choke-Level. Nicht irgendwie so, dass ihr jetzt denkt, ja, Choke-Level ist noch cool. Nein, das ist halt einfach, das sind nochmal die Original-Level, halt bloß mit Gegner-Spamming und allem, also das ist wirklich nichts, wo ihr jetzt sagen würdet, boah, das muss ich let's playen oder dann einfach nur zocken. Nein, das ist wirklich nichts, wo man sich drum reißen muss. Und damit wären wir auch schon am Levelende und haben alle drei Star-Coins. Ja, ihr seht schon, das ist ein ziemlich Choke-Level. Aber jetzt abgesehen von der Steuerung, was definitiv, auch wenn man einmal mit NSMBU verwöhnt wurde in Manko, ist es natürlich die Grafik, die ist ziemlich veraltet und hätte, glaube ich, schon zu damaligen Verhältnissen wirklich besser sein können. Und damit die offizielle Bestätigung, du hast alle Geheimnisse in New Super Mario Bros. Wii freigeschaltet. Das heißt so viel wie, wir sind durch. Ja. Ging jetzt ziemlich schnell in dem Bad, hätte ich nicht erwartet. Waren schließlich noch die drei schwierigsten Level. Und ihr seht, alles ist blau. Kanonen sind blau. Torthäuser sind blau. Einfach alles ist blau. Und natürlich auch noch hier im Menü. Sternmünzen können wir auch anschauen. Feld 1 alles, Feld 2 alles, Feld 3 alles, Feld 4 alles, Feld 5 alles, Feld 6 alles, Feld 7 alles, Feld 8 alles und Feld 9 auch alles. Und im nächsten Part geht es dann eben hier zum Schloss. Um das Fazit jetzt fertigzustellen, werde ich nochmal ein bisschen so die Welten zeigen, sage ich einfach mal im Hintergrund, weil die ja doch ganz schön designt waren. Gumba. Nee, das mache ich jetzt ganz bestimmt nicht. Ah, verarscht. So. Nee, aber, ich finde einfach, wenn man einmal den Nachfolger gespielt hat, dann ist NSMBV nicht mehr so spektakulär, wie es vielleicht auf den ersten Blick schien. Es ist, ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass NSMBV ein wirklich zeitloser Klassiker bleibt, den ich finde, den man immer wieder mal aufgreifen kann und zocken kann und vor allem auch Let's Playen kann. Das Let's Play war jetzt bei mir eher durchwachsen, mal hatte ich eben Bock drauf, hat man wahrscheinlich gemerkt, vor allem am Anfang, und es gab eben auch Tage, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, das war so Welt 4, 5 und alles und auch ein bisschen zu Welt 6. Aber dann so wieder am Ende von Welt 6 und jetzt auch der ganze Rest des LPs hat es mir definitiv Spaß gemacht, nochmal das hier zu zocken. War definitiv ein zwar durchwachsenes, aber schönes Projekt. Ich bin allerdings sehr froh, dass ich es jetzt auch hinter mir habe. Es liegt einfach daran, dass ich sagen muss, es haben so viele Let's Played. Ich habe so oft gespielt, das könnt ihr wahrscheinlich euch gar nicht vorstellen. Okay, dreimal. Ich übertreibe mal wieder maßlos, ich weiß. Ich glaube, in Let's Play jetzt eben viermal, keine Ahnung. Aber das ist schon für mich ziemlich oft für ein Spiel. Ich meine, für euch wahrscheinlich nicht, aber für mich persönlich, sage ich jetzt einfach mal, ist das ziemlich oft. So, wie steht fest. Und soweit. Ja, irgendwann ist ein Spiel einfach auch, sag ich einfach mal, mehr oder weniger ausgelutscht. Da kann man dann nicht mehr sehr viel rausholen.
deshalb ist es halt so, dass NSMBB für mich mittlerweile ein Spiel ist. Da kannst du schön Hack zu zocken, finde ich. Aber das Originalspiel, es ist einfach so. Ja, es wirkt einfach irgendwann so, wie wenn du Super Mario 64 einfach spielst als Hacker. Also, ich meine, da wirkt auch irgendwann das Original einfach so. Ja, ich weiß nicht. Das kannst du dir ja nicht mal als Let's Play mehr anschauen. Das kannst du dir. Das kannst du selbst nicht mehr wirklich spielen, weil du einfach. Du brauchst einen Hack dazu, um das zu spielen. Ist richtig schlimm, muss ich sagen, mit uns Hackern, weil wir immer dann gleich zu allem irgendwie anderes Spiel brauchen. Aber jetzt mal abgesehen davon, ich finde, es hat mir zur damaligen Zeit, als es rauskam, wirklich verdammt viel Spaß bereitet. Ich meine, ich hatte jetzt nicht gleich eine Wii. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich dann auch mal eine Wii bekam. Und das erste Spiel, wirklich das erste Spiel, ich habe gar nicht groß nachgedacht. Das war dieses Spiel, was ich mir aus dem Regal abgegriffen habe. Ich kann es jedem, der nur eine Wii hat und keine Wii U, ans Herz legen. Der eine Wii U hat, dem kann ich nur den Nachfolger NSMB U ans Herz legen. Ich glaube, der wird mit dem Spiel nicht sehr viel anfangen können. Oder zumindest mehr Spaß an NSMB U haben. Wer allerdings bereits NSMB U hat und sie überlegt, sich das Spiel zu kaufen, dann kann ich nur sagen, kauf's dir. Ich finde, es ist immer noch ein Spiel, was man mal gespielt haben sollte. Das ist definitiv sehr schön. Und weil es einfach auch stetigen Spielspaß bietet, weil die Level, muss ich sagen, die sind wirklich abwechslungsreich. Die machen Fun. Dagegen lässt sich wirklich überhaupt nichts sagen. Also in dem Spiel steckt wirklich Arbeit drin. Finde ich zumindest. Es ist ein würdiger Nachfolger. Und danach kommt eben nur noch NSMB U als würdiger Nachfolger. New Super Mario Bros. DS2, naja, gut. Ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht, aber es kann einfach nicht mit dem großen Spiel mithalten, wozu auch NSMBB zählt. Ich würde jetzt natürlich nicht über NSMB U stellen, aber ich finde dennoch, es verdient seinen Titel einfach. Es ist wirklich ein richtig schönes New Super Mario Bros. Was mir auch wieder Spaß gemacht hat, eben mit euch zu zocken. Gespielt habe ich, also weil ihr wahrscheinlich immer noch fragt, warum ich es überhaupt spiele, wenn ich jetzt mehr oder weniger gesagt habe, dass ich mal eben Bock drauf hatte und mal eben nicht. Ich wusste bereits, dass es so kommen wird, aber ich habe es gespielt, sage ich ganz ehrlich, weil es gespielt werden musste. Ich meine, ich habe erst ein Hack-Let's Play, das sehe ich ja ein, aber es muss doch irgendwann das Originalspiel kommen. Ich hätte sau viel Lust auf NSMB U gehabt, sage ich ganz ehrlich, aber ich finde einfach, sieht doof aus, wenn sozusagen alles Let's Play wird, bloß eben dieses Spiel nicht. Ich finde einfach von der Chronologie her, hat das mir mehr ins Konzept reingepasst, einfach sozusagen. Ich finde einfach, es hätte wahrscheinlich schon ein besseres Let's Play dazu geben können. Ihr empfindet das irgendwie anders, ich weiß nicht. Also zumindest habt ihr, als bei den ersten Parts ja abgeraged. Ich habe ja da mir auch nur so gedacht, ihr habt wahrscheinlich noch weniger Bock auf das Spiel wie ich. Aber nö. Zumindest bei den ersten Parts habt ihr mir gezeigt, das bin ich scheinbar, bin ich falsch. Ich weiß nicht, wie es jetzt weiter verlaufen wird, denn ich nehme das hier auf, das sind gerade mal 4 Parts hochgeladen. Ich schätze mal, es wird doch noch ein ziemlicher Flop werden, davon gehe ich zumindest aus. Wie das mit Galaxy 2 sich auch konkurriert, weiß ich auch nicht, vor allem nicht mit Sonic Unleashed. Sonic Unleashed ist jetzt sozusagen mal was ganz anderes auf meinem Kanal. Ich weiß auch gar nicht, wie Sonic Unleashed ankommen wird, habe ich im Moment ehrlich gesagt auch noch gar keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie es mit dem Spiel jetzt auf meinem Kanal weitergehen wird, also von Part 4 aus. Vielleicht lasst ihr es floppen, vielleicht auch nicht. Und wenn das hier hochgeladen wird, werde ich es ja wissen. Aber ich denke, es gibt Leute, die lassen es nicht im Stich, aber ich bin mir sehr sicher, es gibt sehr viele Leute, die schreiben von wegen, ja, cool, oder von wegen, ja, wenn du denkst, ich schaue mir das nicht an, ich beweise dir das Gegenteil. Das sind so Leute, die lassen das Spiel dann typischerweise im Stich. Aber die dürfen auch gerne kommentieren und mir den Faustschlag in die Fresse verpassen von wegen, nee, ich bin schon noch da. Ja. Und ansonsten jetzt noch zum Spiel selbst. Was definitiv, und darauf gehe ich ja irgendwie immer ein bei einem Spiel, geil ist der Soundtrack. Ich meine, es ist zwar meistens nur Gedudel und alles und jetzt vielleicht auch nicht so abwechslungsreich, aber dieses Gedudel ging uns auch in den Nachfolgerspielen immer noch tierisch auf die Nerven. Und wurde es da langweilig? Nö. Man war doch eigentlich ganz froh irgendwie. Ich meine, klar, man hätte sich schon viel neuere Themes erhofft, aber wenn Nintendo sagt, nö, die behalten wir bei, dann muss das doch irgendwas bedeuten. Natürlich würde ich sagen, dass da 90% Faulheit dahinter steckt, aber zu 10% vielleicht auch einfach, keine Ahnung, weil sie den Soundtrack ganz schön fanden. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nur mir den Stempel, bist du eigentlich komplett naiv, auf die Stirn setzen, aber egal. Ja, komm, lass mal es in Ruhe. Der Soundtrack
gefällt mir jetzt schon ganz gut. Ich finde natürlich, man hätte einen besseren machen können, aber ich finde, für ein Mario-Spiel reicht der Soundtrack definitiv aus. Da brauchst du nicht so den hypergeilen Soundtrack, außer natürlich in Hex. In Hex erwartest du natürlich immer Spitzenklasse. Das hat man ja auch gesehen, wie anhand von New Super Mario Bros. Wii. Da haben sie wirklich alles reingesteckt an Arbeit und haben wirklich alles aus dem Spiel nochmal rausgeholt und noch was oben drauf gesetzt, alles mögliche. New Super Mario Bros. Wii wird definitiv in ferner Zukunft kommen. Als nächstes kommt erstmal ein anderer Side-Scroller. Und NSMU wird natürlich auch noch kommen, noch vor New, so viel steht fest. Aber irgendwann sollte ich wieder Bock auf das Spiel haben, werde ich definitiv Newer aufgreifen und Let's Playen. Im Moment Let's Playt ja eh jemand anderes, obwohl bis das hochgeladen hat, denke ich, ist der Typ fertig und ich glaube, ihr wisst, von wem ich rede. Es kommt auf jeden Fall noch ein Part, ich bin noch nicht ganz fertig, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mit David drüber reden, weil er ist ja im nächsten Part dabei, wenn wir die Bonus-Videos anschauen. Soweit, das Spiel ist, das Let's Play ist noch nicht ganz zu Ende, aber es kommt außer dem Bonus-Film definitiv nichts mehr. Wer sich den nächsten Part noch anschaut, Dankeschön, aber an alle anderen, die sich für die Bonus-Videos nicht mehr interessieren, weil sie sagen, die habe ich schon so oft gesehen und mit so vielen anderen Let's Playern, ich brauche da jetzt, weiß Gott, nicht nochmal deine Version von. Denen sage ich auf jeden Fall Dankeschön, dass du es bis hier angeschaut hast, oder danke, dass du zumindest diesen Part angeschaut hast, warum auch immer. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part nochmal. Und ansonsten bis zum nächsten Let's Play an alle anderen. Ciao.